Hallo zusammen, schön seid ihr wieder mit dabei. Es ist so heiß diese Woche und eigentlich ist es gar nicht so wirklich stimmig für zum Orakeln, aber ich habe gefunden, weil ja jetzt Freitag ist und gleich Samstag, Sonntag, also das Weekend vor der Tür steht, bringe ich euch doch ein Happy Weekend Orakel mit der Energie der Bäume. Weil, ja, wenn es so heiß ist, was macht man da am gescheitsten? Das schönste Plätzchen ist ja wohl, wenn es irgendwo im Schatten ist, irgendwo unter einem Baum, wo man so ganz gemütlich die Seele kann baumeln lassen. Und ich hoffe, ihr habt das Wochenende ganz viele Gelegenheiten, eure Seele ein bisschen zu bambeln und dementsprechend auch die Möglichkeit, unter einem Baum zu hocken und einfach ein bisschen zu sein. Ja, und dazu verwende ich heute das Orakel der Baumengel. Und wie das so ist bei diesen Happy Weekend Orakel, darfst du aussuchen, welches Orakel du gerne möchtest. Ob du das hier links möchtest, ob du das hier in der Mitte möchtest oder rechts. Und du hast selbstverständlich auch die Möglichkeit zu entscheiden, ob du hier irgendwelche Themen möchtest reinlegen. Also das heisst, ob du hier möchtest vielleicht deinen Beruf rein tun, deine Partnerschaft, deine anderen Themen, vielleicht auch von deinen Kindern. Kannst du das jetzt zum Beispiel so auch belegen. Also die Möglichkeit besteht auch. Und sobald du deine Auswahl gemacht hast, dann fange ich an, du kannst auch schnell noch das Video auf Stopp drücken. Und sonst lege ich doch auch einfach gerade los, von links nach rechts, was ich hier gerade sich möchte zeigen. Schwarzdorn. Also, was da für mich als erstes gerade kommt, wenn ich das sehe, ist, dass es für dich sehr schön wäre, wenn du an diesem Wochenende vielleicht könntest du einen Nachtspaziergang machen. Und während diesem Nachtspaziergang wird dir ganz viel Heilung können zuteil werden, wo so Fragestellungen, mit denen du dich vielleicht im Verlauf dieser Woche auseinandergesetzt hast, sich klären können. Wo du wie plötzlich so eine kleine Eingebung, eine kleine Erleuchtung wirst können haben, wo vielleicht vieles während dieser Woche, wo du dich so gefragt hast, hey, wie könnte ich das sein? Oder was hat das Thema mit dem zu tun? Wo sich das plötzlich wie kann klären. Es ist auch so, dass dein Herz ganz auch eine tiefe Heilung sucht und mal so richtig will, so in die Entspannung kommen, so mal richtig durchschnaufen. Und das gelingt dir das Wochenende, wenn du Zeit hast, vielleicht auch einen Nachtspaziergang im Wald zu machen. Das habe ich übrigens diese Woche auch gemacht. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Weil du so auf andere Eingebungen wirst kommen. Und ich habe auch das Gefühl, jetzt sind ja all die Glühwürmli wieder aktiv, dass du vielleicht sogar noch könntest so Glühwürmli sehen, so wie die hier das zeigt. Oder der Mann hier, der Geist von diesem Schwarzdorn. Und das ist etwas Besonderes. Das solltest du auch wissen, dass es ein Zeichen ist aus der geistigen Welt, wo dir sagt, hey, hallo, uns gibt es auch noch. Und über das darfst du dich freuen, weil das ist etwas, wo einfach dein Vertrauen auch in deine geistige Führung darf stärken. Genau, und du darfst auch die Themen, wo dir vielleicht irgendwo auch noch so ein bisschen in deinem Kopf umschwirren, die vielleicht ein bisschen schwer sind, auch sehr gerne der geistigen Welt abgeben. Für das Wochenende. Mach dich ganz frei, fühl dich ganz frei und vor allem auch ganz unbeschwert. Und genieß dein Wochenende. Wir schauen hier weiter bei der zweiten Karte. Was haben wir hier? Die Stechpalme. Die Zentrierung ist sehr ein wichtiges Thema bei dir, das Wochenende. Vielleicht bist du ein bisschen durcheinander geraten diese Woche. Vielleicht hat es Themen gegeben, die dich erschüttert haben. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du dich wieder gut zentrieren. Für die Zentrierung gehst du mit deinem Fokus ganz klar auf dein Herzzentrum. Und von dort aus verbindest du dich über deine Füße mit der Mutter Erde und schlag ein paar Wurzeln zur Mutter Erde und hol die Erdenergie von der Mutter Erde zu dir auf
und schick sie über dein Kronenchakra zur auf in den Himmel, in den Kosmos. Und du kannst dir vorstellen, wie es wäre, dass so eine Springbrunnen, wo du machst, es geht von der Energie von der Mutter Erde, die du aufnimmst, über deine Füße, über dein Herzchakra, über dein Kronenchakra, fließt die Energie wie eine Springbrunnen in den Himmel, in den Kosmos. Und von dort aus fällt es wie ein Feuerwerk wieder zurück. Zurück auf die Erde. Das ist so ein heilsamer Prozess, den du initiieren könntest, der dir sehr viel Heilung bringt, aber gleichzeitig auch der Erde sehr viel Heilung bringt. Allen Wesen auf der Erde, aber auch allen Wesen zwischen Himmel und Erde, also somit auch der geistigen Welt, wo du kannst Wunden heilen, die schmerzhaft waren. Und wo du in ein Energiefeld eintreten kannst mit Menschen, die ähnlichen Schmerz erfahren haben. Unbewusst. Und so auch die Heilung durch deine Heilung unbewusst werden erhalten. Und das ist sehr eine schöne Energie. Und es hat mit einer ganz tiefen Hingabe und auch Demut von dir selber gegenüber und auch gegenüber der Schöpfung zu tun, wenn dir das klingt. Geht zur letzten Karte hier. Die Linde. Die blüht übrigens im Moment gerade sehr schön und duftet herrlich. Also wenn du so ein bisschen durch die Stadt gehst, dann kannst du den Duft von der Linde, wenn es neben einem Lindenbaum hat, kann man sehr gut schmecken im Moment gerade. Noch ein bisschen rüber hier. Du darfst wissen, dass du beschützt bist, wenn du die Linde gezogen hast. Und du darfst wissen, dass du auch immer von hinten gestützt bist. Dass man dich immer auch von hinten dreht. Das heisst auch, dein Geistführerteam, deine Geistführer, die Schutzengel, dass sie dich von hinten tragen. Und dass du ihre Energie vor allem von hinten kannst wahrnehmen. Weniger von vorne, jedoch von hinten. Und das ist eine subtile Energie, die dir die Linde auch schickt. Weil es ist eine Energie, die fein ist, aber gleich sehr kraftvoll. Und das ist eine Energie, die dich an deinen eigenen Stammbaum auch erinnern soll. Und somit auch an deine Wurzeln, von dort, wo du herkommst. Und dass du über deine eigene Chronik, deine Genealogie, sehr viel kannst forschen und auch kannst erfahren. Und so sich sehr viele Sachen klären könnten, die du vielleicht bisher nicht so gekannt hast. Oder nicht gewusst hast, warum das in einem Zusammenhang mit dir steht. Und Linda sagt dir, auch wenn du das machst und auch wenn es vielleicht erschütternde Themen sind, bist du jederzeit beschützt. Und es ist wichtig, dass die Erforschung von deiner Vergangenheit in deinem Stammbaum, aber auch von deiner Vergangenheit als Seele erfolgt, damit du dich selber besser kannst verstehen. Es ist dann wie ein Aufdecken von weiteren Puzzlesteinen über dein wahre Selbst. Und das ist wunderbar und sehr berührend auch. Und dann sehe ich auch, wie, wenn du das machst, dann kommt wie so die Linde mit ihren Ästen und mit ihren Zotteln, die sie auch hat, kommt sie so ab und tut dich so ganz fein berühren. Das ist eine schöne Energie. Genieße es. Ja, meine Liebe, meine Liebe. Ich wünsche dir ganz ein erholsames, schönes Wochenende mit hoffentlich ganz viel Müßiggang und auch mit einem ruhigen, schattigen Plätzchen irgendwo, vielleicht an einem Baum. Alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!